Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. So, wir brauchen hier mehr Graphen, weil wir zu wenig haben. Okay, versuchen wir es mal mit 3. Und schauen, ob wir das hinbekommen. Also, was brauchen wir hier? Wir brauchen die da. Ich hoffe, wir haben davon genug. Dafür werden wir aber einen Splitter brauchen irgendwo. Geht er daher? Natürlich nicht. Das wird auch nichts daran ändern, oder? Nee. Wo collidet der denn bitte? Ja, schön, machen wir es halt anders. So. Die Sorte wieder aus. So, und dann brauchen wir noch die Säure hier. Zweigen wir die am besten ab. Ah, vielleicht hier. Ja, ja, mach nur schön, ja. Oh, 10 Megawatt kommen nur von ihm hier. Macht auch nicht mal ein Zehntel unseres Energieverbrauchs aus. So, und dann müssen wir hier lang. The amount of your solar sails has reached a certain scale, and they have formed a Dyson swarm around the star. You should be able to clearly see it right now. To receive such energy, you have built a ray receiver to absorb the transmission, where Dyson swarm can generate power simultaneously. Every solar sail launched for a certain life cycle. If you want to maintain the Dyson swarm, you have to continue on injecting the solar sails. Wissen wir, machen wir eh. Ich bin ein Genie. Ich bin einfach so genial. Wir sind hier völlig falsch. Gehört auf. Und wieder runter. Und hier hin. Ja, dabei ist ein Dyson Swarm und keine Dyson Sphere, aber das kommt noch. So. Bitte bauen. Und dann brauchen wir noch Sorte, der das hier macht. Das machst du. Dreiviertel Trip pro Sekunde sollte genügen. Haut mal ein bisschen mehr raus hier. Aber der will ja auch ein Upgrade verpassen. Hm, daraus geht einmal gar nichts. Aber dieser will wegfuttern hier. Ich weiß gar nicht, wo geht man da überhaupt hin? Also einen an. Zu denen zum Beispiel. Solar Sails. Haben jetzt keine, das heißt, auch unser Dyson Swarm ist damit natürlich in Gefahr, auch wenn die aktuell eh eine Lebenszeit von, okay, das ist extra 300, steht das hier irgendwo? Da steht 2100 Sekunden, ich weiß nicht, ob das schon mit oder ohne die extra 300 ist. Hält schon ein bisschen heil. 3600 Sekunden sind eine Stunde, also sie halten eine Dreiviertelstunde oder sowas, oder? Nein. Zwei Drittelstunden? Irgend sowas in die Richtung auf jeden Fall. Boah,
Oh, wir haben hier immer noch viel zu wenig einfach. Das reicht einfach absolut nicht. Okay, jetzt haben wir auch ein anderes Problem, nämlich die Kohle hier. Das Graphit kommt zu langsam an. Okay, dann wollen wir es halt einfach hier upgraden. Dann kommt es vielleicht ein bisschen schneller an. Ich hoffe, das genügt noch. Mann, die reißen einen das hier aus der Hand. Das ist nicht normal. Aber wir produzieren genügend, Gott sei Dank. Also wir haben genügend Carbon Nanotubes jetzt. Und zwar, weil es jetzt an was anderem scheitert. Es scheitert nämlich am Plastik. Alter, why? Warum haben wir jetzt kein Plastik mehr? Warum haben wir jetzt genügend Carbon Nanotubes oder kein Plastik? Produzieren die hier zu wenig? Oh ja, die produzieren offensichtlich zu wenig. Fuck. Weil die hier erstmal alles wegfuttern gerade. Und wir trotzdem keine Kristalle haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das läuft gerade nicht gut. Wir brauchen eine zweite Plastikproduktion. Wir werden eine kleine extra Plastikproduktion bauen, die was sich nur darum kümmert, dass wir das da raufschiffen, weil das ist halt aktuell wichtiger. Machen wir 4 draus besser. Und dann hier hinpacken. Okay, machen wir 2 hier. So, wir müssen das Öl daher bekommen. So, jetzt müssen wir es auch upgraden und dann gehen wir hier so raus und da rein. Und so. Oben und da oben weiter. Und weiter hier hin. Ein Problem nach dem anderen hier. Gibt's ja wohl nicht. So, ihr macht Plastik. Nein. Plastik. So. Lang, dann müssen wir da drüber irgendwie. So, wir müssen irgendwie dort hoch. Gehen wir am besten mal hier lang. Wir werden schon irgendwie einen Weg finden.
hier lang und dann schließen wir das Ganze einfach da an. Und schon sind wir damit fertig. Und da kommt noch mehr Plastik. Okay, ja, jetzt hätten die dann ihr Plastik wieder bekommen. Kommt da eh vereinzelt an. Dann haben wir hier vielleicht auch wieder ein bisschen mehr für anderes übrig. Momentan schaut es aber eher schlecht aus, weil die hier noch auffüllen. Wir können aber natürlich sagen, okay, wir verringern das hier ein bisschen. Weil so viel Puffer brauchen wir hier gar nicht. Damit wird sich hier jetzt erstmal zurückstauen. Das sollte eigentlich passen. Hier scheitert es mittlerweile auch schon an Graphit. Also auch die bauen hier oder produzieren hier zu wenig. Wir können das aber vielleicht noch ein bisschen strecken. Hier noch zwei weitere dazusetzen. Setz das bitte da raus. Hoffentlich genügt das. Ich fürchte aber eher nicht. Schaut aber nicht so aus, als ob die zwei so einen großen Unterschied machen würden. Okay, hier haben wir jetzt einmal den Rückstau fertig. Da kommt unsere neue Plastiklieferung und im Anschluss sieht das so aus. Da kommt zumindest ein bisschen was an, immer so in kleinen Viererpacks. Dazwischen halt eher wenig, weil hier halt nichts weiter geht. Ah, hier sind wir ziemlich voll. Interesting, okay. Gut, soll mir recht sein. Wie schaut's aus mit dem Wasserstoff dort? Okay, da ist noch nach wie vor nicht viel vorhanden, zu wenig vorhanden. Was ist mit unserem Öl hier? Öl läuft, okay. Aber Wasserstoff kann man immer vervielfältigen mit diesem Trick, ne? Also theoretisch ist die Frage, ob es unterm Strich Energie positiv rauskommt. Wenn nicht, dass die Raffinerie so viel Energie braucht, dass sich der Wasserstoff nicht lohnt, aber es ist durchaus möglich, dass dem so ist. Akkus können wir keine bauen erstmal. So, naja, ein bisschen was dauert hier noch. Haben wir jetzt das Stapeln eigentlich schon? Ja, ich glaube, das haben wir schon, oder? Wurde das bereits erforscht? Können wir endlich wieder ein Labor draufsetzen? Yes! Und wie viel haben wir es erhöht? 2! Also wir können noch ein Labor draufsetzen. Dann setzen wir auch noch ein Labor drauf, würde ich sagen, ja? Ups. Na klar, nur immer her damit. Rein da. Hauptsache die Forschung geht schneller voran. So, haben wir das jetzt auch schon hier? Research Speed. Ja, das werden wir hier und hier auf jeden Fall machen. Brauchen wir zwar 1000 oder insgesamt 3000 von denen, aber wir haben ja schon ein paar. Nur bis das soweit ist, vergeht noch etwas Zeit. Hier kommt definitiv viel zu wenig. Okay, es kommt immerhin wieder was, ja, weil wir jetzt wieder Plastik haben.
Aber es ist ein bisschen wenig natürlich. Oder? Nein, der doch. Es ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Ist alles schon wieder weg, was da angekommen ist. Aber zumindest läuft es überall momentan gerade. Wenn auch nicht für lange, fürchte ich. Weil die brauchen halt immer ein Plastik, der hat noch 5. Okay, na, da steht es noch ein bisschen an, okay. Es hält noch ein bisschen. Und hier stehen wir jetzt auch an. Das heißt, das ganze Graphit landet jetzt auch wieder da vorne. Und die hier feuern schon. Wir haben hier auch schon einen Rückstau wieder. Sehr gut. Wir haben da schon einen gewaltigen Rückstau. Waren die alle leer vorher? Werden auf jeden Fall mehr solche Kanonen brauchen, dann fürchte ich. Okay. You have mastered the gravitational wave refraction technology and the space warper made the gravitation lens was made and the space warper made of gravitation lens can make mecha and logistic vessels warp. Was auch immer das mit den Gravitationslinseneffekt zu tun hat. Das läuft hier auf jeden Fall auch ganz gut. Ja, das passt. Also momentan rennt es wieder. Hier ist noch immer zu viel drinnen. Hier wird es langsam mehr, weil das. Okay, dann sollten wir mal upgraden, damit der mehr ausgeben kann einfach. Also Effekte haben sie auf jeden Fall mal gut drauf. Ich frage mich wirklich, ob sie mal Gegner hier einbauen. Die Effekte stimmen auf jeden Fall. Ne? Und wenn die so gut schießen können, dann können sie Gegner treffen, die was schon irgendwo da in der Nähe der Sonne sind. Okay, das heißt, unser nächstes Ziel momentan wäre der Bau von Frame Material und Dyson Sphere Components. Das Problem ist, hier brauchen wir wieder Carbon Nanotubes. Dann brauchen wir Titan Alloy. Und wir brauchen High Purity Silicon. Was kein Problem ist, davon haben wir ja auf einem Planeten eh genug. Das liefern wir ja, glaube ich, noch gar nicht hierher. Das können wir dann natürlich hierher liefern. Ist nur die Frage, wo haben wir Platz, sowas zu bauen? Hier ist ein bisschen Platz. Ja, da haben wir schon noch Platz. Gerade hier in der Gegend ist ganz gut, glaube ich. Das heißt, wir fliegen mal darüber. Ich glaube, das sind wir richtig. Oder? Sind wir ja richtig? Fast. Okay. Assembler. Wir brauchen wieder Assembler. Schauen wir mal. Wie lange braucht es zum Bauen? Das Ding braucht 6 Sekunden nur. Das sind 10 Assembler ein bisschen viel. Dann brauchen wir 4 Assembler dafür, würde ich mal sagen. Die das dann bauen. Was sagt die Zeit, dass wir die nicht übersehen? Part ist fast zu Ende, okay. So, wir brauchen hier Carbon Nanotubes, wir brauchen die Alloys. Da oben ist der Pol, von da müssen wir uns die Ding holen. Da legen wir am besten gleich mal ein Förderband. Der letzte Slot. Local Supply, aber Remote Demand. Was schiffen wir eigentlich weg von hier? Das hier, okay, ne. Und auch nur nach da hinten, lokal. So, das können wir uns dann von hier holen.
hier weiter, hier nach unten wieder, drunter durch und dann müssen wir da nach hinten. Auch drüber. So, das hatten wir mal. Gut, damit ist aber auch der Part wieder zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!